Komm da in der Sport Seemann, kommen Sie doch rein. Wir sind hier im Sporthaus Seemann in der Kaiserstraße. Ein Sportgeschäft, das 1898 zunächst als Leder- und Sattlerwarenhandlung gegründet wurde. Ende der 30er Jahre kamen dann Sportartikel dazu. Sie sehen hier die zweite Generation, meinen Großvater und seinen Schwager bei der Eröffnung 1964. Da hat man noch im Anzug die Schlittschuhe präsentiert. Da hat sich natürlich heute einiges geändert. Ja, mein Urgroßvater ist in den frühen Jahren noch mit dem Motorrad zu den Reitsportvereinen gefahren, um die Sättel zu präsentieren und zu verkaufen. Und als man dann später Sportartikel reingenommen hat ins Sortiment, war das auch schon kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, bei dem wir 1944 zerstört wurden. Nach dem Wiederaufbau hatte man das Problem, dass man Sportartikel schwer besorgen konnte. Und daraus entstand die Idee, sich zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, aus der 1956 dann die Intersport entstanden ist. Ja, Sie finden bei uns im Haus Sportbekleidung, funktionelle, modische Sportbekleidung für das ganze Jahr, Sommer wie Winter. Outdoor, Schuhe, Hartwaren, Bekleidung. Bei den Schuhen haben wir beispielsweise eine Teststrecke, wo man feststellen kann, ob der Schuh dann beim Bergablaufen nicht zu klein ist. Die ganze Welt von Sportschuhen für alle Sportarten. Ein Highlight, das wir im Haus haben, sind die On-Schuhe, die man auch gleichzeitig bei uns auf der Teststrecke, auf dem Laufband mit einer Fußanalyse testen kann, um zu ermitteln, ob man den richtigen Schuh hat. Skibekleidung in allen Bereichen für Damen und Herren. Und selbstverständlich alle Indoor-Sportarten von Fitness über Rückschlagsportarten, alles bei uns im Haus zu finden. Ja, meine Frau und ich führen das Sporthaus Seemann in der vierten Generation. Und eines der Highlights in unserem Haus ist der Water Rower. Ja, und seit man den Kevin Spacey in der Serie House of Cards auf diesem Gerät sieht, ist die Nachfrage sehr groß bei uns.